Wir befinden uns hier in der Hüfte vor den zwei neuen Brücken von der Rheinstrasse. Einmal über die H2 selber, über den Neubau von der H2 und über den Hüftenbach. Unter uns befindet sich noch die alte Unterführung. Im Hintergrund sieht man, wie der Hüftenbach und mit dem früheren Wanderweg innerhalb von dieser Unterführung geführt worden ist. Ein grosser Teil ist da auch schon abgebrochen. Der Bereich wird später dann offen geführt. Das heißt, der Hüftenbach ist nicht mehr eingedolt, in keiner Unterführung, wird dann renaturiert und der Wanderweg wird dann offen unter der Brücke nebendran, neben Hüftenbach, durchgeführt. Hier jetzt die beiden Brückenbauwerke von oben her. Man sieht dort die Linienführung von der neuen Rheinstrasse, wie sie da mal verlaufen wird. Mit diesen zwei Brückenbauwerken sind dann alle fünf Brücken in diesem Bereich, also die Betonarbeiten von diesen fünf Brücken in diesem Bereich, sind abgeschlossen. Hier am Anschluss Bradler Ost ist der neue Grosskreisel mit einem Aussendurchmesser von 67 Metern. Der Betonbelag von dem Kreisel ist bereits vor 3-4 Wochen eingebracht worden. Im Moment laufen die Arbeiten für die Einrichtung der neuen Verkehrsführung. Das heißt, der Kreisel wird jetzt nach und nach in Betrieb genommen. Die neue Verkehrsführung sieht vor, dass man den provisorischen Kreisel, wie man hier im Hintergrund sehen, der wird erstmal gelassen. Und Richtung Bradle wird man neu nicht mit der Umfahrung fahren, sondern man wird über den neuen Kreisel vom Anschluss Bradle Ost fahren. Allerdings wird er noch nicht als Kreisel benutzbar sein, sondern es ist mehr oder weniger eine Insel, wo man eigentlich links und rechts dann um den Kreisel herumfährt, Richtung Bradle. Das Einrichten der neuen Verkehrsführung wird in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag erfolgen. Das ist der 18. auf den 19. August. Das heisst, ab Freitagmorgen, ca. 6 Uhr, wird der Verkehr nicht mehr über die Umfahrung, die wir hierhin erfolgen, sondern er wird neu direkt auf den Kreisel und dann weiter auf den anderen Kreisel weitergeführt. Die Arbeiten in dem Abschnitt verlaufen im Moment alle nach Plan. Wir sind in der Zeit. Und die nächsten größeren Verkehrsumstellungen sind erst auf Anfang nächstes Jahr im Frühjahr geplant.